Ja, der Herbert Linge war ja im Ruhestand. Genau, und der hat das. Der ist 89 mit mir, haben sie wieder zurückgeholt und haben gesagt, uns zwei gesagt, mach das. Und dann ist wieder, ich muss sagen, ich habe in meiner Karriere, ich war oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe Glück gehabt. Mhm. Bei Porsche anzufangen und mit dem Herbert Linge zusammenzuarbeiten und mit dem eine Freundschaft zu schließen. Ja. Der war, glaube ich, der vierte Angestellte bei Porsche. Das ist unglaublich, ne? Der war Nummer vier, der alles gekannt hat. Und mit dem zusammen zu arbeiten, der aus der Rente wiedergekommen ist, das war jetzt, und der Herbert Linge ist für mich auch eins der Idole. Ja, weil der hat alles gemacht, der war Werksfahrer, der hat geschraubt, der war Betriebsleiter. Ja, und dann, was der gemacht hat und die Geschichten und dann mit dem Hans Herrmann zusammen. Also das Glück, mit jemandem wie mit dem Herbert Linge zu arbeiten und von ihm lernen zu können, das ist, wer hat das? Der hat das übrigens gelebt, was Sie sagen, dass die Werke dem Sport was zurückgeben müssen. Ja. Der hat auch mit der Sicherheitsstaffel, die er ja eigentlich gegründet hat, wo er die ersten Autos für vorbereitet hat bei Porsche, der hat genau das gelebt. Ich habe von ihm natürlich dann auch noch viel gelernt. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich Werkssport gemacht habe oder für Porsche und habe von ihm da so viel gelernt, wie man das richtig macht. Ja, und ich habe eben so viel zu verdanken, das ist unglaublich. Was waren so die Kernpunkte, wo Sie sagen, also das ist wichtig? Beim Kundensport ist es wichtig, dass das Reglement einfach ist, dass dennoch Möglichkeiten gibt, dass einer über das Know-how was machen kann, zum Beispiel indem man das Fahrwerk abstimmen kann und. Und es ist wichtig, dass ein Top-Fahrer auch nicht zu weit wegfahren kann von einem, der jetzt kein Top-Fahrer ist, im Markenpokal einer, der das aus Passions macht. Und das geht nur, wenn die Autos nicht so schwer zu fahren sind. Wenn die Autos diffizil zu fahren sind, dann wird zwischen einem guten und einem schlechten Fahrer wird der Abstand so groß. Mhm. Wenn ein Auto leicht zu fahren ist, dann hat auch genau wie in der Technik, wie wir eben gesprochen haben, dann hat einer nur einen kleinen Vorteil. Mhm. Ja, dann kann der vielleicht eine Sekunde schneller fahren, aber keine 10, weil das Auto leicht zu fahren ist. Mhm. Und da haben wir immer drauf geguckt. Okay. Ja. Und dass möglichst viele Teile Serie sind. Mhm. Dass die Teile nicht zu teuer sind. Dass auch anständiger Sport geboten wird. Dass jetzt nicht die Fahrer sagen, ich muss jetzt Acht geben, ich darf nicht mal einen Kotflügel abfahren, weil der kostet einen Haufen Geld, weil das war ein Serienkotflügel, den kann man sich leisten. Das war kein Kohlekotflügel. Ja. Ich meine, dass die haben Ihnen sicher erzählt, das war, glaube ich, war das 92 oder 93 Hockenheim Endlauf Alzen gegen Heger. Das ist legendär. Das habe ich neulich wieder bei YouTube geguckt. Das kam von Rainer Braun als Kommentator. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, das darf man nicht vergessen. Ich war in der Rennleitung. Ja. Und die Sportkommissare, den müssen wir reinholen, Strafe, lasst es sein, das ist Racing. Mhm. Die haben sie verbremst, sind in der Schikane geradeaus, waren aber wieder zusammen. In der nächsten Runde, durch die Schikane. Ich sage, lasst die kämpfen, ja nicht eingreifen, aber das war harte Arbeit da. Und zu sagen, lasst die fahren, und das war eins der spannendsten und besten Rennen, die ich je gesehen habe. Und die zwei, das war... Aber ich habe gezittert in der Rennleitung. Ich habe gesagt, hoffentlich geht das gut. Aber ich habe gewusst, die zwei sind Profis. Ja. Die kennen sich. Die können das miteinander machen. Genau. Ja? Und die haben sich den Raum gelassen. Mhm. Da war keiner unfair. Ein unfassbares Rennen. Das war die Krönung vom Motorsport. Also, ja, und dann 93 haben wir den Supercup angefangen. Mhm. Und das war, die Zusammenarbeit bei Porsche mit Max Welti, die war fantastisch. Mhm. Der Max Welti ist so ein feiner, guter Kerl mit so viel Ahnung und Erfahrung und Feingefühl. Also wir sind heute noch wirklich die besten Freunde, und das hat sich da entwickelt. Und das war genauso am Anfang. Wir haben uns gehasst für ein paar Monate, und dann haben wir gemerkt, wir hassen uns, weil wir genau gleich sind. Ja. Okay. Und dann war das super. Also wir haben den Supercup damals aufgebaut und eingeführt. Und ich meine, man denkt, der Carrera Cup, der läuft jetzt seit 90, der läuft jetzt 30 Jahre ununterbrochen. Und vorher noch 944 Turbo Cup. Der 944 Turbo Cup war auch noch davor. Das ist ja. Und auch der Supercup bei der Formel 1, der läuft bei der Formel 1. Am Anfang haben wir gesagt, wenn wir 3 Jahre schaffen, ist es gut. Der läuft jetzt seit 93 ununterbrochen. Und jedes Jahr erfolgreich. Ja. Also das ist... Da bin ich auch stolz drauf und sagt, okay, man hat da was eingeführt, was dann die Nachfolger alle immer wirklich auch perfekt und super und jeder super gut weitergeführt hat, mit viel Kompetenz, und ist immer sehr gut übergeben worden.
Und ich bin da stolz auf jeden Einzelnen, der da Markenpokalchef anschließend war und das immer noch macht. Und wir haben alle noch einen guten Kontakt. Und ja, ist eine tolle Truppe. Die Markenpokalchefs und Porsche ist eine tolle Truppe zusammen. Sind Sie eigentlich mal selber Rennen mitgefahren oder so? Oder hat sich Rennen nicht, aber das Cup Auto bin ich. Okay, ja klar. Das war vor 24 Stunden Nürburgring. Dann sagte man, muss mit den Autos, das waren Cup-Autos, waren Serienautos. Man muss auf der Nordschleife, werden Gäste, kann man mit rumfahren, eine Runde, kann man mitnehmen. Und in jedem, da war jeder Hersteller, der da war, Mercedes, BMW, Porsche, jeder hatte ein Auto. Und es war kein Fahrer da, dann musste ich fahren. Dann gesagt, okay, dann fahre ich. Und ich hatte ja mein Auto und vor mir ist ein Mercedes. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer da drin sitzt. Aber ich habe gedacht, der fährt mir jetzt nicht weg. Ja. Und der hat Gas gegeben und gesagt, oh Gott, das ist aber nicht so einfach. Aber wegfahren tut er mir nicht, weiß er nicht, wer drin ist. Und kommen wir wieder mit der Runde zurück, steigt der Roland Asch aus vorne und sagt zu mir, der hat mich ja gekannt vom ja. Sagt, bist du wahnsinnig? Ich sage, wieso? Er sagt, du kannst doch nicht so schnell da fahren. Ich habe doch nicht gewusst, dass du drin bist. Wenn ich gewusst hätte, du bist, das wäre viel langsamer gefahren. Das war letzte Rille für mich. Ja, davon gehe ich aus. Und für ihn auch nicht. Und er hat gedacht, der muss ja irgendwann mal hinten wegbleiben.